So, Gut. seid gegrüßt. Ich wollte heute mit Marcellus Wallace sprechen. Hallo. Moin, grüß dich. Ähm, du bist ja YouTuber und Streamer. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Beziehungsweise, was machst du überhaupt allgemein? Erzähl es mal. Äh, YouTube-mäßig oder allgemein beruflich oder was willst du genau wissen? Du ähm, warst ja erstmal mal auf YouTube und jetzt bist du ja auf Twitch. Also, wie bist du überhaupt zu YouTube gekommen und was hast du da größtenteils gemacht bisher? Ja, ich bin da ja jetzt nicht der klassische ähm, Content Creator hätte ich jetzt fast gesagt, sondern ich bin ja auch schon ein Semesterchen älter tatsächlich. Und ich habe das damals einfach mal so aus Spaß, dass also ich mache das ja so aus Hobby eigentlich mal ausprobiert und äh, dann haben sich halt so ein paar Themen in den letzten Monaten ein halbes Jahr Jahr festgefahren, gerade so in die spezielle Richtung und äh, das macht eigentlich auch mir persönlich ganz Bock eigentlich, also ein persönliches Anliegen auch tatsächlich so ein bisschen Aufzuklären. Ne? Also, ich bin jetzt nicht der klassische Aufklärer im Sinne von, was Leute zu tun haben, sondern ich gucke mir gerne mal an, was so Leute selber posten. Gerade im Zeitalter ähm, kritischer Nachrichten, Fake News und alles, was es so zugehört. Dann gibt es halt so ein paar bestimmte Personen, die das zum Teil auf die Spitze treiben und dann ist es immer ganz spaßig, dagegen zu halten. Ja, da sind wir schon beim heutigen Thema. Ich meine, ich hatte dich ja angeschrieben, weil du aktuell so einen kleinen Streit. Mit äh, dem bekannten Streamer und FDP-Politiker Tobias Huchast. Also, bevor wir da jetzt äh, in die Details gehen, ähm, die jüngste Aktion, die ich mitbekommen habe, war, dass er dich äh, DMCA gestrikt hatte. Äh, ja, tatsächlich, letzten Samstag. Das ist ja, das ist ja auch krass. Da, da, da ist ja Dekaldent, also ist ja ein anderer großer Streamer, vor kurzem dadurch aufgefallen. Ziemlich negativ aufgefallen, dass er anderen damit droht, andere Leute, die im zu lassen. Und jetzt haben ähm, andere Streamer nachgezogen. Also, Amaya Juli, das war eine kleinere Streamerin, die hatte damit auch schon gedroht. Und Tobias Hoch scheint jetzt einer der ersten gewesen zu sein, der das tatsächlich auch in Angriff genommen hat. Na, wir haben bei Tobias Hoch so ein bisschen eine besondere Situation, weil Tobias Hoch ja selber vor einem bis anderthalb Jahren in der Situation war, dass er von äh, Dritten selber gestrikt werden sollte. Das sollte tatsächlich dann auch bis zur Kanallöschung gehen. Aus bekannten Gründen, wenn nicht, kann man da auch gerne nochmal ein paar Informationen streuen. Das waren äh, Heikel, ABK war zwar nicht dabei, gehört aber auch in diese Gruppe mit dazu. Aggressionsprobleme, Salim Samatu, die dann ähm, mit Tobias Huch Auseinandersetzungen gehabt haben. Weil Tobias Huch auf Videos von ihnen reagiert hat und sie quasi an den Pranger gestellt hat, um das mal nett auszudrücken. Und das ist halt dann eskaliert, tatsächlich. Ahmad, genau, war auch noch dabei. Und ähm, das hat dazu geführt, dass er tatsächlich gesperrt worden ist, hat sich tierisch darüber aufgeregt, wegen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Journalismus, dies, das. Und geht jetzt tatsächlich selber dazu über, ähm, diese Methoden gegen andere anzuwenden, dessen Meinung er nicht akzeptiert. Ja, ja, er ist ja auch noch anders juristisch gegen Kritiker vorgegangen. Da können wir, glaube ich, äh, wie gesagt, da können wir gleich zu kommen, DMCA, das ist ja eigentlich Copyright-Geschichte. Der Reaction-Streamer, der ständig selbst eigentlich solchen Content betreibt, andere in dieser Art und Weise anzugreifen, das hat dann doch schon eine gewisse Komik. Es ist eine gewisse Doppelmoral vor allem, ne? Ja, meine ich ja. Also, ähm, besonders er regt sich ja auf, wenn es ihn selber trifft. Aber er hat natürlich dann keine Sekunde gezögert, es für sich selbst zu nutzen. Er hätte ja den Weg des geringsten Widerstandes gehen können und äh, eine Nachricht schreiben können oder fragen können, was ich da tue, was ich da gucke zum Beispiel. Das hat er ja auch nicht gemacht. Also das wäre das Mindeste gewesen, auch wenn man sich nicht grün ist. Ja, ähm, und da kann ich, glaube ich, gleich schon mal auf meinen Chat eingehen. Hier schreibt gerade einer, du wirst im äh, Band. Achso, er hat es schon selber mitbekommen. Nein, du bist nicht im Band. Du bist gerade selbst live. Du streamst doch gerade auf deinem Kanal. Also wer ja. äh, dir einen Besuch abstatten will, der kann gerne mal bei Marcellus Wallace vorbeischauen. Genau, der darf gerne vorbeikommen. Ihr seid alle herzlich willkommen, egal welche Meinung ihr habt. Naja, aber ich glaube, jetzt können wir mal in die Details gehen. Wie, wie bist du überhaupt auf Tobias Huch auf, äh, aufmerksam geworden und wie ist das dann jetzt äh, so eskaliert, wie wir das in den letzten Tagen gesehen haben? Ja, das geht ja, wie gesagt, schon sehr lange zurück. Das sind ja fast zwei Jahre. Ich hatte ein Video von Tobias Huch gesehen. Da hatte er ja noch keine 10.000 Follower. Ähm, da war er auch mehr journalistisch unterwegs, zumindest von seiner Aufmachung her und von seiner Art und Weise, wie er agiert ist. Und hat ein Isambayan-Video reagiert. Da ging es schon um eine Ost- und dieser Bayan ist halt palästinensischer Herkunft, hat viele Familienmitglieder in Palästina, also in Gaza, hat also jetzt auch in der aktuellen Situation sehr viele Familienmitglieder verloren leider und hat halt dann seine Meinung zum Nahostkonflikt zum Beispiel wiedergegeben in dem Video. Und Tobias Hoch hat das halt aus seiner pro-israelischen Sicht zerpflückt und da war es schon relativ komisch, weil viele Dinge nicht nur aus dem Kontext gezogen waren, sondern einfach glatt gelogen waren. Da ging es zum Beispiel darum, dass man auf der Seite von Isam Bayan gesagt hat, dass Gaza wie ein Gefängnis zu vergleichen ist, ein Freiluftgefängnis. Das ist ja das Narrativ, was oft erzählt wird. Und es ist ja quasi auch so, es ist von Wasserseite abgeschlossen, Ägypten macht die Grenzen zu und dann ist nur noch Israel, also die können ja quasi nirgendwo hin freiwillig. Und Tobias Hoch nannte das dann schon das antisemitische Narrativ par excellence. Also nach ähm, der Logik, da kann ich, glaube ich, mal kurz einhaken, wäre auch ein Bernie Sanders, also ein US-amerikanischer Jude-Antisemit, der, der nutzt diesen Terminus äh, Freiluftgefängnis für Gaza auch. Das ist ja das Verwirrende eigentlich tatsächlich, weil wenn du ähm, die Faktenlage tatsächlich dir anschaust, wie das momentan und auch davor in äh, Gaza abgelaufen ist und was da alles blockiert wird und wie es so alles sanktioniert wird. Wie die ganzen Lieferungen nicht nur kontrolliert, sondern auch konfisziert werden. Die Blockade ist ja nicht erst seit dem 7.10. da, sondern es ist ja Jahrzehnte schon so. Ähm, da muss man sich wirklich fragen, welche Realität gerade Tobias Huch einnehmen möchte, weil es ist einfach fern jeglicher Realität. Ja, beziehungsweise Jahrzehnte bis 2006 war Gaza ja unter israelischer Militärverwaltung. Israel hatte den Gazastreifen ja 1967 im Sechstagekrieg erobert. Also, es ist jetzt ja. seit äh, die Hamas da mit absoluter Mehrheit, oder war das absolute Mehrheit? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Als die Hamas da auf jeden Fall das an die Es war eine Regierung Mehrheit auf jeden wurde. Fall, ja. ja, ja. Dann, naja. hatte, ähm, dann hatte die Fatah nämlich versucht, ähm, kurz darauf mit israelischer Unterstützung gegen die Hamas zu putschen. Das ist gescheitert und ja, seitdem regiert die Hamas da und es gab auch keine, keine Wahlen. Alle Verhandlungen über eine palästinensische Einheitsregierung no. sind gescheitert und ja. Das, das ist quasi der Bruderkrieg gewesen, so, so wie es heißt. Äh, Auslöser ist aber was anderes gewesen und zwar 2004 Ariel Sharon in seinem Wahlkampf gesagt äh, Land für Frieden. Das heißt, er hat die Devise ausgegeben unter massiven Kritik der Bevölkerung von Israel, dass sie sich aus dem Gazastreifen zurückziehen, inklusive aller Siedlungen, die da gebaut worden sind. Das darf man nicht vergessen. Viele Leute, unter anderem auch Tobias Huch, der Experte ist, vergisst, dass es in Gaza jüdische Siedlungen gegeben hat, die man auf staatlichen Befehl hin, so möchte ich es mal nennen, durch Israel abgerissen hat, damit Palästinenser in Gaza nicht dort wohnen können, als sie sich zurückgezogen haben. Und dementsprechend gibt es aktuell dort keine jüdischen Menschen, logischerweise. Sie mussten sich zurückziehen, also viele Israelis wollten gar nicht weg. Sie wurden unter Zwang aus dem Gazastreifen, ich nenne es jetzt mal, entfernt und nach Israel gebracht. Und das hat natürlich auch in Israel für sehr viel Protest und Demonstrationen gesorgt. Also, Ariel Schaun hat sich damit keinen Gefallen getan. Und das hat quasi den Weg erst richtig frei gemacht, dass sie Hermes sich überhaupt durchsetzen konnte. Das war ein Riesenfehler. Interessant. Wieso war das ein Fehler? Naja, dadurch, dass du dann keine israelischen Streitkräfte mehr vor Ort hast, keine israelischen Menschen, auf die man aufpassen muss, hast du natürlich auch keine Sicherheitskräfte mehr, die zum Beispiel gegen Leute wie die Hermes vorgehen würden. Na, aber, ähm, okay, da, da würden wir jetzt, glaube ich, zu tief ins Thema gehen. Ähm, ja. Können wir vielleicht nochmal mal wann anders einen äh, Talk zu machen? Gerne, ja. Aber hast du dich bestimmt auch äh, mehr mit beschäftigt? Ähm, ja, zwangsweise. <laughs> Bist du tatsächlich durch äh, Leute wie Tobias Hoch so auf diesen Konflikt aufmerksam geworden oder hast du dich schon vorher damit beschäftigt? Ja, der Konflikt war halt immer schon hier und da mal im Gespräch, logischerweise. Der Konflikt ist halt nun mal jahrzehntelang schon am Kochen. Äh, richtig mitbekommen habe ich es äh, 96 oder 95 müsste das gewesen sein, als die äh, Friedensverhandlungen eigentlich tatsächlich am weitesten vorangeschritten waren und am nächsten dran war, eine Zwei-Staaten-Lösung zu etablieren. Als auch Yassir Arafat noch gelebt hat. Das war so der erste Berührungspunkt. Und ähm, da gab es ja auch schon äh, die ersten Anschläge, tatsächlich die heftigen, die ich da mitbekommen habe, selber im Fernsehen. Ich war ja dann äh, ein junger Dötz tatsächlich und habe mich dann nicht so tief reingehängt. Und jetzt durch diese tobias hochgeschichte musste ich tatsächlich mir das Wissen aneignen, was mir gefehlt hat, um die Zusammenhänge und den Kontext zu verstehen äh, und auch tatsächlich dann gegenargumentieren zu können. Weil vieles halt Unsinn ist oder verquer oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ist auf jeden Fall nicht realitätsnah. Was waren denn konkret deine Kritikpunkte? Ja, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Gaza ist nun mal blockiert. Das kann man jetzt nicht wegreden. Ähm, dann im Westjordanland illegale Siedlungen werden seit Jahrzehnten da gebaut. Es wird von der internationalen Seite grundsätzlich gesagt, dass das Menschenrecht ver äh, verletzt. Dass äh, die eigentlich zurückgebaut gehören, tatsächlich, dass man das lassen soll und es wird trotzdem vorangetrieben. Das ist ein großes Problem. Das andere Problem ist, ich habe mich äh, mit dem Apartheidsbegriff ein bisschen beschäftigt. Denn es gibt Menschen, die sagen, dass es das gibt. Es gibt Menschen, die sagen, dass das nicht so ist. Und es ist halt schwierig, ähm, das zu vermitteln, ohne dass du den Antisemitismus tatsächlich ähm, befeuerst. So hätte ich es jetzt fast gesagt. Es geht ja nicht darum, Jüdisches Leben äh, zu zerstören oder Israel auszulöschen oder die Existenz zu delegitimieren, sondern es geht tatsächlich darum, Kritik zu üben. Und das wird halt ganz oft ganz schnell in die Ecke gedrückt, dass du Israel bezogenen Antisemitismus betreibst, was eigentlich nicht der Realität entspricht. Ja, ja, also nach der Logik wäre wie gesagt. Ähm wären zahlreiche Juden, die sich in der Friedensbewegung engagieren, die die israelische Politik genauso kritisieren. Nach der Logik wären das auch Antisemiten. Nach ja. der Logik wären viele Israelis, die die Politik ihres eigenen Staates sehr, sehr kritisch sehen, auch Antisemiten. Also das ist ein, in den meisten Fällen völlig haltloser und absurder Vorwurf, der einfach nur dazu dient, den Diskurs äh, zu verengen und auf das aktuell herrschende Narrativ zu begrenzen. Das äh, sage übrigens nicht nur ich, das sagen auch Leute wie Moshe Zuckermann, die eben in der israelischen Friedensbewegung schon seit Jahrzehnten aktiv sind. Aber genau das sind Leute, die dann wohl dann gesagt wird, gerade bei so Personen wie Tobias Huch, dass es keine echten Juden sind. Ja, so nach dem Motto, äh, die haben eh nichts zu sagen, die labern alle nur Dünnpfiff und die kannst du nicht ernst nehmen. Nur das, was der Zionismus sagt, ist richtig und das sehe ich leider anders. Hat äh, Tobias Huch das wirklich explizit so gesagt über einzelne Leute? Äh, nicht in dem Wortlaut, aber der Inhalt war schon genauso. Er, er nennt sich ja selber Zionist. Ja, Zionist kann ja erstmal jeder sein. Das ist ja ähm, erstmal eine Ideologie. Ja, aber es wirkt komisch für jemanden, der als Katholik auf die Welt gekommen ist. Das äh, sagt ja auch beispielsweise äh, Joe Biden von sich selbst. Ja. Also, das da ist finde bei vielen... ich es genauso befremdlich bei ihm. Also. Es ist bei vielen Liberalen im Westen so, dass sie ja. diese Selbstbeschreibung wählen und in diesem Konflikt, ja, da sehr aggressiv reagieren, wenn man da bestimmte Sichtweisen in Frage stellt. Das stimmt, ja. Daher kommt Nein. aber auch dann diese massive Färbung, die er hat. Also jemand, der neutral an die Sache rangehen würde und einem Tobias Hoch zuhört, wenn er über Israel spricht. Der müsste eigentlich zu so dem Schluss kommen, dass das massiv gefärbt ist, weil die andere Seite bei ihm gar nicht stattfindet. Ja, ja. Ähm. Deswegen hast du ihm darüber mal eine Debatte angeboten über dieses Thema. Ähm, ich hatte tatsächlich, als wir diese die kajana auseinandersetzung hatten, da hat er die Reaktion auf das Video gemacht und hat dann äh, dem Kajana angeboten, dass wir hier. Ähm, Termin in der Botschaft machen, kannst du die Dashcamp Foods angucken, diese Originalaufnahmen, diese furchtbaren, von diesen ganzen Gräueltaten, die er da gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, dann besorg mir doch bitte auch mal so einen Termin in der Schweiz. Ich möchte mir das auch gerne angucken, damit ich deine Sichtweise verstehe, weil keiner von uns hätte die Möglichkeit, auf dieses Material zuzugreifen. Und wenn du es doch kannst und wenn du doch diese Termine dann entsprechend äh, besorgen kannst, weil du so viel Einfluss hast und so viele krasse Leute kennst, dann nehme ich doch auch mal mit in die Schweiz und zeig mir das. Vielleicht kannst du mich ja überzeugen. Aber bis jetzt ist leider nichts gekommen. Hm. Also, aber eine Debatte angeboten hast du ihm noch nicht, oder? Äh, persönlich nicht, nein. Ja, es wäre bestimmt mal interessant, ihn mit jemandem, der da eine andere Einstellung hat. Äh zu debattieren zu äh, dazu debattieren zu sehen ich meine er hatte das ja in dem Gespräch wo er bei Impf und mir dazugekommen war auch angesprochen also hatte das Thema auf diese äh, hatte das Gespräch auf dieses Thema gelenkt obwohl es darum gar nicht ging also das <laughs> scheint ihn sehr umzutreiben dieser Konflikt ja ich habe wohl mitbekommen dass äh, Aggressionsprobleme und noch andere mit denen er sich mal auseinandergesetzt hat, ihm zu einem Livetalk auf aufgefordert haben den hat er dann aber ganz schnell abgesagt beziehungsweise nicht wahrgenommen bei Carsten Stahl war es dann wohl anscheinend andersrum. Er hat es Carsten Stahl angeboten und Carsten Stahl hat wohl keinen Bock mit ihm zu reden. Keine Ahnung. Aber die meisten, die ihm das angeboten haben, die hat er abgelehnt. Also. Ja, also jetzt sind wir ja, also haben wir ja besprochen, was so die Thema, also deine thematische Kritik ist. Da können wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Wie ist hm. das dann eigentlich in den letzten Wochen so eskaliert? Also ein Aggressionsproblem, der wurde wohl also der hat jetzt, äh, der wurde auf 25.000 Euro verklagt. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, sowas in die Richtung, ja. Ähm, hat er, glaube ich, auch ein Video zugemacht. Die Rennsgänger-Studios, da wurde ein Video aufgrund einer Verleumdungsbeschwerde gesperrt. Und bei dir, was, was ist bei dir alles passiert? Ich meine, DMCA-Strike, den hatten wir ja schon besprochen. Was ist da noch passiert? Na, ich sag mal so, seit ich das erste Kritikvideo über ihn gemacht habe, geht es eigentlich darum, mir unter zu unterstellen, ich wäre äh, rechtsextrem. Ich wäre ein türkischer grauer Wolf, also ich wäre sogar Mitglied der Grauen Wölfe und ich würde ihn nur kritisieren, weil er sich für Juden einsetzt. Ich würde das alles nur machen, weil er sich für Kurden einsetzt und ich möchte ihm quasi sein Brot nehmen. Das ist so das, was er so dazu sagt. Die ganzen Beleidigungen und Unterstellungen und Verleumdungen lassen wir mal außen vor. Das ist so das, was er immer so versucht, seinen Followern zu erzählen. Bist du der Mitglied bei den Grauen Wölfen? Ich bin nicht mal türkischer Staatsbürger, also also selbst wenn ich jetzt total unbedingt wollte, ich kann gar nicht. Ja und meine Vorfahren kommen aus Schweden, also nein, ich bin kein Mitglied der Grauen Wölfe. auch kein bekennendes. Und wie kommt Tobias Hoch dann auf diese Vorwürfe? Äh, weil ich ihn zum Beispiel in der türkischen Politik widerspreche, weil er da auch ganz viel Unsinn redet zum Teil. Ähm, was denn zum Beispiel? Naja, es gibt da das Camp Badarash zum Beispiel. Da ist er ja mit seiner Flüchtlingshilfe aktiv, laut seiner eigenen Aussage. Und er hatte dann mal behauptet, dass seine NGO der größte Geldgeber dieses Camps Badarash wären, was aber de facto nicht der Wahrheit entspricht. Denn das Camp gehört der UN. Das kann also nicht sein. Also, er hilft vielleicht, er schickt vielleicht Lebensmittel und Hygieneartikel dahin, das ist in Ordnung. Aber er ist halt nicht die NGO, die das Ganze am Leben hält, wenn es der UNHCR gehört. Interessant. Ich meine, äh, aber wie kommt er auf diesen Vorwurf mit den grauen Würfen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Naja, guck mal, er sagt zum Beispiel, dass die Türkei eine Diktatur ist und ich sage, das ist nicht so. Ganz einfach, wenn du dir die Fakten anguckst: Eine Diktatur ist ein Einparteiensystem oder ein Personensystem. Und in der Türkei hast du aktuell 24 verschiedene Parteien und eine große Opposition. Das reicht für mich nicht aus, um zu sagen, das ist eine Diktatur. Maximal ja. autokratisch, aber definitiv nicht diktatorisch. Ja, deswegen, das kommt darauf an, wie du Diktatur ähm, definierst. Also in dem allgemeinen Sprachgebrauch, wie Diktatur aktuell verwendet wird, also dass äh, grundlegende Rechte wie Meinungsfreiheit abgeschafft ähm, sind und dass ein Wechsel des, der politischen Führung durch Wahlen, durch institutionelle... Maßnahmen quasi ausgeschlossen ist. Also ja, dann kann man das in der Türkei Diktatur nennen. Wie gesagt, es ist nicht die eigentliche Wortbedeutung, aber es wird im medialen Diskurs so verwendet. Aber dann sind eben auch Länder wie die Ukraine oder Russland Diktaturen, wenn du es so verwendest, wie es im medialen Diskurs verwendet wird. Genau, und ich hatte das ja auch kritisiert, dass die Türkei den Justizapparat quasi in die Hände des Präsidenten legt, sozusagen, also in Erdogans Hände, wenn du so möchtest. Das habe ich auch gesagt, aber das hat ihm anscheinend nicht gereicht. Ich muss also quasi alles verfluchen, was türkisch ist. Ähm, das geht ja so weit, dass Tobias Hoch sagt, dass jeder, der in der Türkei Urlaub macht, Vergewaltigern und Kindermördern Support leistet. Und da steige ich einfach aus. Ist er ja nicht bei BDS so ein großer Kritiker von Boykott aufrufen. Ja, das zählt ja nicht, wenn er das macht. Ähm, ja, es, es, es ist absurd. Es ist, ähm, ich, ich bin, wie gesagt, auch äh, kein Befürworter von äh, Boykottaufrufen. Das gilt äh, weder für die Türkei, noch für Russland, noch für Israel, noch für sonst irgendwen. Aber das, ja, dass man das bei der Türkei so extrem, also, dass man diese extrem moralisierende Formul diese extrem moralisierenden Formulierungen verwendet. Also, nach der Logik wäre ja jeder, der in die Vereinigten Staaten reist und dort Geld ausgibt, ein Unterstützer der zahlreichen amerikanischen Angriffskriege, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. So müsste man es zumindest definieren dann ja, wenn man das so fortführt. Ja, oder jeder, der in Deutschland hier Geld ausgibt, der ist dann Unterstützer des deutschen Einsatzes in Afghanistan gewesen von 2001 bis 2021. Genau. Aber das sieht ja dann nicht so. <laughs> da ja. ist dann die Grenze für ihn dann auch erreicht. Ja, es gibt, das hatte ich, wie gesagt, in unserer Debatte mit, um den Ukraine-Krieg schon mitbekommen. Es gibt so Kriege, die der Westen gemacht hat, die lassen sich immer rechtfertigen, Die, wenn der Westen beispielsweise in Jugoslawien reinmendet und dann die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovo erzwingt, also ein eindeutiger völkerrechtswidriger Angriffskrieg ähnlichen Zielen wie Russland, sie jetzt 2022 in der Ukraine verfolgt hat oder beziehungsweise dann im Laufe des Jahres 2022 in der Ukraine verfolgt hat, brauche ich jetzt glaube ich auch nicht auf die Details einzugehen. Dann äh, dient das nur, um einen Völkermord zu verhindern. Aber wenn ähm, Russland das dann in der Ukraine macht, äh, dann äh, ist das ganz, ganz böse und da gibt es dafür keine Rechtfertigung, obwohl diese genau. Parallelen wirklich an allen Ecken und Enden sichtbar sind. Also in Serbien gab es 1999 einen Bürgerkrieg, also im Kosovo gab es einen Bürgerkrieg zwischen der von Albanien und vom gesamten NATO-Block hochgerüsteten UCK, eine islamistische separatistische Terrororganisation, und der serbischen Armee. Und dabei sind, ist es natürlich auch zu Gräueltaten gegen Zivilbevölkerung gekommen. Ja. Ähm, 2014 gab es in der Ukraine einen Bürgerkrieg zwischen den von Russland hochgerüsteten und unterstützten Separatisten und äh, zwischen der ukrainischen Zentralregierung, die jetzt ähm, 2014 durch einen prowestlichen Putsch ausgetauscht worden war und die eine Militäroperation in der Ostukraine gestartet hat, auch mit brutalsten Verbrechen gegen die dortige Zivilbevölkerung. Also fast die gleiche Situation, aber im Einfall, da äh, ist das eine ganz, ganz böse russische Invasion, wenn sie sich auf die Seite der Separatisten stellen und sagen, wir müssen da jetzt einen Völkermord verhindern. Also war ja tatsächlich die russische Argumentation, halte ich auch für völlig falsch. Aber genauso falsch halte ich die Argumentation der NATO, die exakt so argumentiert hat, wie Russland es heute tut. Ja, es ist halt schwierig, ne? Du hast einfach, egal wo du hinschaust, keinen Konflikt, wo nicht die Zivilbevölkerung in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen wird. Das gibt's einfach nicht. Es gibt keinen sauberen Krieg. Jeder, der das behauptet, äh, weiß ich nicht. Der lebt an der Realität vorbei, in meinen Augen. Ja? Und wenn wir mal angucken, was so die USA tatsächlich auch erzählt haben, um im Irak tatsächlich einmarschieren zu können, Stichwort Giftgas und also Kram, also sorry. Das muss man dann einfach mal. Äh, Akzeptieren, dass Länder im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen, um ihre Politik durchzusetzen. Ist ja nichts anderes, wenn wir mal ehrlich sind. Mm, ja. So, und wie ist das dann in den letzten Tagen so dermaßen eskaliert, wie wir das äh, jetzt gesehen haben? Naja, ich kann es natürlich nicht wissen, weil ich ein Tobias Hucher immer nur vor den Kopf gucken kann. Ähm, ich vermute aber mal ganz stark, dass er verhindern möchte, dass eine gewisse Thematik, die sich äh, 2008 zugetragen hat oder kurz vorher äh, tatsächlich mal durchleuchtet wird. Denn sowohl Grenzgänger als auch Aggressionsprobleme haben dieses Thema in ihren Videos auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen. Da geht es um Gina Lisa Loafing. Da ist ja mal ein Filmchen äh, ins Internet gelangt, äh, was zum Teil sogar... Gerüchteweise zum Verkauf angeboten worden ist. Und Aggressionsprobleme und Grenzgänger haben das quasi mal angesprochen, dass er eventuell was damit zu tun haben könnte. Und Tobias Hoch ist dann hergegangen und hat gesagt: Dann lasse ich die halt wegen Verleumdung wegstriken. Hat sich aber zu dem Thema selber nicht geäußert, was schon tief blicken lässt. Und ich habe dann gesagt: oh, Tobias, ich habe die Verbindung zu dir gefunden. Dann lass mich das doch mal in dem Video verarbeiten. Und seitdem dreht der Mann frei, weil er nicht möchte, dass dieses Video online kommt. Ich bin auch noch nicht fertig, aber es wird online kommen. So, da, da können wir dann gespannt sein, da können wir dann drauf reagieren. Ähm, du hast das gerade so sehr, sehr vorsichtig ähm, formuliert und deswegen möchte ich dich fragen, welche Verbindung hat er und ähm, ist das wirklich alles nachgewiesen oder sind das nur Spekulationen? Also ich habe handfeste Belege dafür gefunden. Die nicht von dieser ominösen, komischen Seite kommen, die er da so in den äh, Internet gesetzt hat, sondern tatsächlich äh, auf seriöser Basis nachrecherchiert. Äh, zum Beispiel äh, kann ich ihn deswegen damit in Verbindung bringen, weil er ja vor Gericht gewesen ist. 2011 wegen Steuerhinterziehung. Und die Firma, mit der er da agiert hat, ist quasi die Firma gewesen für die er damals tätig gewesen ist, als das passiert ist. Das heißt, es war nur die Firma, wo er angestellt war und äh, was er selber nun genau damit zu tun hat, das ist nicht bekannt, aber es gibt auch noch kein Statement ja, von ihm. Ich, ich würde vorgreifen, ich weiß, wenn ich das jetzt schon verraten würde, ja. Also es gibt konkrete Hinweise darauf, dass er tatsächlich involviert war. Okay, das ist interessant. Da schauen wir dann äh, auf jeden Fall dein Video, wenn das rauskommt. Wie gesagt, dann sagen wir dazu lieber nichts, bevor das Video hier auch noch weggestrikt wird. Genau. Oh. Naja, aber, ähm, das fand ich nämlich, also, so bin ich nämlich auch darauf aufmerksam geworden. Der Kanal Grenzgängerstudios, der hatte sich ja auch schon häufiger mit dem Nahostkonflikt beschäftigt und da war, also, der hatte dann auch Kritikvideo zu Tobias Huch gemacht, ähm, wegen dieser Geschichte mit Kaya Jana. Kaya Jana hatte ein Statement zum Nahostkonflikt abgegeben, das hatte Tobias Hoch kritisiert und dann hatten die Grenzgänger ein Statement, zu, äh, ein Video zu ihm rausgebracht und dann war dieses Video plötzlich in Deutschland nicht mehr verfügbar. Das fand genau. ich schon sehr seltsam und so bin ich halt auch ähm, auf dich aufmerksam geworden, weil einige Zuschauer mir geschrieben haben: äh, guck doch mal, dieser kleine Kanal hier, der wurde auch angegangen. Genau, ich hatte ja ähm, mich sehr intensiv mit der Person Tobias Huch auseinandergesetzt. Ich bin sogar zu seiner Firmenadresse gefahren, ja, um zu gucken, was da ist, weil die Flüchtlingshilfe auch da angemeldet ist. Und habe dann im Nachgang, als ich vor Ort gewesen bin, festgestellt, dass das eine private Adresse ist. Dass also die äh, Firmen da sehr wahrscheinlich in irgendeiner Weise registriert sind, aber nicht stattfinden in der Form. Weil Tobiaso wohnt ja auch nicht da, sondern der wohnt ja auch ursprünglich eigentlich in Mainz. Das ist ja auch schon mehr so ein Konglomerat, was ziemlich seltsam ist. Aber nun gut, es kann natürlich sein, dass du deine Firma an Ort X anmeldest und du trotzdem an Y lebst. Das will man jetzt gar nicht in irgendeiner Weise äh, kritisieren. Das machen viele wahrscheinlich auch so. Trotzdem ist es halt seltsam, wenn es nur so ein privater Briefkasten ist quasi und sich dann hinten oben herausstellt, äh, dass da Privatpersonen wohnen und keine. Ich bin jetzt tatsächlich davon ausgegangen, weil du drei, vier Firmen an dieser Adresse hast, verschiedene, weil der Vater auch seine Firmen da angemeldet hat, äh, dass es ein Bürogebäude ist. Logischerweise. Also bin ich hingefahren. Mhm. So, und dann hat also sich halt ja. hinterher herausgestellt, nee, es war halt kein Bürogebäude, das ist ein Privathaus. So, das heißt, du hast da ähm, richtig recherchiert. Naja, es steht ja im Impresso und dann habe ich gesagt, ich bin sowieso in der Nähe von Mainz unterwegs gewesen, beruflich, und bin dann vorbeigefahren. Ähm, ja, das sind ziemlich viele interessante Dinge. Ähm, wie gesagt, ich warte dann auf dein ähm, Video, darauf werden wir, glaube ich, auf jeden Fall darauf reagieren. Ähm, nochmal zum, äh, noch zum Abschluss. Sollte Tobias Huch das hier sehen, braucht er mich übrigens nicht wegstriken. Sollten hier irgendwelche Falschbehauptungen drin gewesen sein, muss er mir nur schreiben, dann nehme ich das selber ähm, offline. Also sage ich hier nochmal. Ja, Aber nicht. ja, kann ich hier nochmal für alle sagen, denn ich habe mich äh, mit seiner Person eigentlich nie groß beschäftigt. Ich wusste, dass er Twitch-Streamer und FDP-Politiker ist. Und viel mehr war mir über ihn auch nicht bekannt. Und es war mir auch äh, relativ egal, solange er sich nicht zu politischen Themen äußert, mit denen ich mich groß beschäftige. Und Nahostkonflikt war ja auch sowas, wo ich mich nie groß mit beschäftigt habe. Ich habe halt ein paar Bücher von Michael Lüders gelesen, wo er diese Geschichte auch am Rande immer wieder erwähnt hat. Und ich kenne halt die ungefähre Geschichte, aber bin da jetzt auch nicht en Detail drin. Naja, ähm. Naja, über Tobias Huch gibt es halt viel mehr zu erzählen, ne? Das ist ja, er nennt sich ja selber ein Sasser in allen Gassen. Ein, Hand, nee, ein Hans Dampf in allen Gassen. Das ist sein Spruch, das ist sein Leitspruch. Und das stimmt auch. Ja, er ist ja ähm, nicht unbewusst in die Pornobranche gegangen damals. Der hat ja Kontakt zu Fabian Tillmann. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Nein. Das ist der Besitzer von den ganz großen amerikanischen äh, Pornoplattformen. Wie Bratzas, Digital Playground und was da noch so alles zugehört. Und dieser Fabian Tillmann hat auch in Deutschland so eine private amateure oder sowas aufgezogen. Genau das, was Tobias Huch eigentlich machen wollte. So und dann haben die sich halt zerstritten. So, und während Tillmann jetzt der milliardenschwere Mensch ist, der Leben leben kann, wie er gerade Bock hat, hat das Tobias Huch eben nicht hingekriegt. Obwohl sie beide quasi die gleiche Idee hatten. Die waren ja sogar vor Gericht. Zivilrechtlich und strafrechtlich haben die sich da auseinandergesetzt und äh, letzten Endes sind sie dann auseinandergegangen und haben sich außergerichtlich geeinigt. Also die äh, Personale, Tobias Huch ist schon interessant für sich, was der so alles in der Vergangenheit so aufgezogen hat, um Aufmerksamkeit auf die Person Tobias Huch zu lenken. Das ist ja nicht ohne. Deswegen, wie bist du denn auf ihn aufmerksam geworden? Ja, wie gesagt, einmal durch dieses YouTube-Video zu Isam Bayan, logischerweise. Das fand ich nämlich sehr, sehr komisch. Und dann gab es natürlich dann auch äh, ABK gab es auch ein Video zu genau zum gleichen Thema. Und so ähm, kommst du halt zwangsweise in diese Person Tobias Hoch rein und kümmerst dich dann auch mal um die Vita der Person, weil nur wenn du weißt, wo eine Person herkommt, kannst du sagen, wo sie vielleicht eventuell mal hingeht. Und dann habe ich halt auch diesen seltsamen Lebenslauf gefunden, den es jetzt nicht mehr gibt. Da standen dann Sachen drin. Normalerweise hast du ja in dem Cyclum vitae deine Station deines bisherigen Lebens, was du so gemacht hast, was du studiert hast, wo du die Ausbildung gemacht hast und so weiter und so fort. Und bei Tobias Huch stand halt alles in der Zukunft. Ich werde mal machen und ich möchte gerne mal machen und ich äh, habe vor, irgendwas zu machen, aber aus der Vergangenheit stand halt nichts. Und das war halt auch dann ein Punkt, wo ich sagte, ah, da musst du dich mal näher mit beschäftigen, weil wie ist ja denn zu dem ganzen Geld gekommen, was er ja damals hatte, zum Beispiel? Das weiß man ja heute nicht so wirklich. Ist hm. also auch eine Grauzone. Ja, aber wie genau bist du auf ihn aufmerksam geworden? Das war meine Frage. Ich hatte ja das YouTube-Video gesehen, habe ich ja gesagt. Ach so, und dann hast du dir gedacht, ich gucke mir jetzt äh, den gesamten Lebenslauf an. Ja, er war sich halt so sicher in seinen Formulierungen, hat dann gesagt, er ist Journalist und er ist jahrzehntelanger Experte in dem Nahostgebiet und dann musst du natürlich gucken, ob das stimmt. Also ich hätte es ehrlich gesagt dabei belassen, dass ich dann den Namen gegoogelt hätte und gesehen hätte, okay, der ist tatsächlich Journalist. Okay, kann ich seine Aussagen ja trotzdem kritisch sehen, kann ich mir ja trotzdem andere Quellen einholen. Aber du hast dich ja jetzt wirklich intensiv damit beschäftigt. Also irgendwas musste ich doch misstrauisch gemacht haben. Na, es ließ sich halt nicht nachvollziehen, dass er Experte ist. Also du hast quasi die Person Tobias Huch, du hast dann die ganzen Accounts, ich habe dann auch den äh, Yahoo-Journalisten-Account gefunden logischerweise, den findest du ja dann auch relativ schnell. Aber du findest halt sonst nichts, das seine Expertise in irgendeiner Weise untermauert. Also ein Kurdistan-Buch, was in der Ich-Perspektive als eher Roman geschrieben ist, als, als Sachbuch, ist jetzt für mich keine Expertise, weil theoretisch kann jeder einfach ein Buch auf den Markt bringen. Das heißt ja erstmal nichts. Ja, aber wie gesagt, meine Recherche wäre, okay, der ist Journalist, brauche ich jetzt seine Expertise nicht mehr in Frage stellen, ich kann mir die Argumente angucken. Aber du hast dich ja wirklich intensiv mit der Person beschäftigt. Also was genau hat dich da misstrauisch gemacht, außer dass du zu seinem äh, journalistischen Schaffen nicht viel mehr gefunden hast? Ja, auch seine Art und Weise, wie er dieses Video zum Beispiel aufgebaut hat, Es war sehr egozentrisch. Es war äh, sehr diffamierend, teilweise, es war teilweise beleidigend und es war vor allem sehr framend. Und das finde ich für einen Journalisten, für einen Experten, der sachlich, journalistisch und wissenschaftlich an dieses Thema rangehen möchte, zumindest hat er das in dem Video behauptet, dass er das möchte, äh, schon ziemlich ähm, komisch. Ja, und dieses Ganze drumherum, wenig Information, ständig nur eigene Aussagen, niemand, der das jetzt bestätigt hätte, dass er Experte ist oder dass er mal irgendwo aufgetreten wäre oder so. Oder ein Gastvorlesung äh, gehalten hätte, zum Beispiel zu einem gewissen Thema in der Politik. Das wäre ja quasi sein äh, Steckenpferd gewesen als äh, Juli. Er war ja Lungenliberaler tatsächlich, äh, in einer, ich glaube, sogar in der stellvertretenden Position, also relativ hoch sogar. Nichts, gar nichts. Ja, nur Skandale und irgendwelche Aufmerksamkeitsquatsch, aber nichts, was Hand und Fuß hat. Und das, das bringt dich dann irgendwann dazu, wenn du solche Videos dann parallel dazu siehst, mal mehr darüber nachzudenken. Also mich zumindest ja ja und äh, jetzt hast du dich im letzten Jahr größtenteils das habe ich gesehen auf deinem Kanal mit ihm beschäftigt Das liegt unter anderem auch daran, dass ich ja nicht die Zeit habe jetzt tatsächlich mich mit tausend Themen zu beschäftigen, weil ich ja parallel noch Vollzeit arbeiten gehe und er bietet halt auch ordentlich Informationen allein tausend Videos auf dem Kanal da findest du immer irgendwas. Das ist jetzt so quasi meine Nische, wenn du so willst. Ja, ja. Ne, du hast dich ja vorher mit so Meinungsbloggern wie KuchenTV äh, beschäftigt. Was muss jemand denn machen, damit er bei dir in einem Video landet? Also, dass du dich quasi so für ihn interessierst, dass du dann seine Argumente in einem Video widerlegst. Also bei mir wäre das, dass jemand Sachen verbreitet, die ich. Ähm, vor allem äh, deskriptiv anders sehe. Also wenn irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenhänge falsch erklärt werden oder irgendwelche außenpolitischen Zusammenhänge aus meiner Sicht falsch, dann würde ich das wahrscheinlich, also dann führt das bei mir wahrscheinlich zu einem Reaktionsvideo. Was ist bei dir der Grund? Es gibt auch bei KuchenTV ein Israel-Video tatsächlich, was ich auseinandergepflückt habe. Das war mitunter ein Grund. Und natürlich dann dieser ganze Quatsch äh, auf, der, auf den äh, Videodays damals. Das kommt noch dazu. Ich habe auch damals tatsächlich diese Satire-Geschichten, die er das ja immer so schön deklariert, nicht so wirklich gefeiert und wollte mal wissen, wie er auf sowas reagiert. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen hin und her geschaukelt. Dann hat er eine Reaktion gemacht, ich habe geantwortet. Er hat eine Reaktion gemacht, ich habe geantwortet. Und dann waren wir dann irgendwie bei, bei 15, 20 Videos ungefähr. Mir wurde tatsächlich, obwohl ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffentlich sagen darf, äh, okay, ich formuliere es mal neutraler. Ähm, er hat ja in letzter Zeit nicht mehr auf dich reagiert. Weißt du, woran ja. das lag? Äh, Wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich habe aber auch zu ihm nichts mehr gemacht. Mir wurde nämlich ähm, zugetragen, gesagt, ich sage jetzt nicht von wem, aber dass auf seinem Discord-Server geschrieben wurde, dass ähm, Tobias Huch nicht mehr auf Kanäle reagieren würde, die ihn verleumden würden. Und da wurde tatsächlich auch dein Name genannt. Ja, aber Moment, das ist ja auch wieder lustig, diese Information, weil äh, Tobias Huch hat ja Kuchen angestachelt, überhaupt auf seine Videos zu reagieren. Also auf die Videos, die ich über Tobias Huch gemacht habe. Das ist ja interessant. Ja, wie gesagt, ich kann, ich kann dir den Sc äh, Screenshot sogar, sch äh, sogar schicken. Ich kann dir den Screenshot ja sogar kannst schicken, du wenn gerne ich machen, jemanden ja. bekommen habe. Ähm, wie gesagt, das war der gleiche Zuschauer, der mich äh, auf dich aufmerksam gemacht hatte. <laughs> Nein, ich glaube, dass Tobias sucht damals, weil da war ja noch deutlich kleiner, ich glaube 20.000 Follower oder so, ähm, die Reichweite von Kuchen mitgenommen hat, weil wir sowieso im Diskurs gewesen sind in einer gewissen Art und Weise. Und versucht hat, das dann wegzuwaschen und mich klein zu halten. Um sich vielleicht zu sagen: so ja, guck mal, der kriegt jetzt so viel Gegenwind aus der Kuchenbabbel mit einer Million Follower, dann wird er schon seinen Mund halten und aufhören, Videos über mich zu machen. Dem ist aber nicht so. Mhm. Und jetzt muss er es halt so versuchen, mit irgendwelchen komischen Strikes oder so. Und auch das wird ihm nicht helfen. Dann hat er ja was zu verbergen. Er könnte ja dann einfach sagen, äh, das stimmt nicht und dann ist es auch gut. Er sagt ja gar nichts dazu. Er geht lieber dazu über, ähm, sein Gegenüber, was ihn kritisiert, das ist ja nicht nur bei mir so, ähm, in irgendeiner Weise zu diffamieren und in eine Ecke zu stellen, damit bloß niemand darüber redet. Das hat sowas Faschistoides, weiß ich nicht. Ja, dieses Diffamieren, das ist ja bei vielen politischen Lagern so. Ich glaube, das kannst du jetzt nicht mal einem... Zuordnen, dieses, dass man Leute, die eine andere Meinung haben, gleich als äh, Feind betrachtet. Ja, das, das würde ich auch gar nicht so sagen, sondern es geht einfach darum, dass ähm, du automatisch in eine ganz bestimmte Ecke gedrängt wirst, wenn du ihn kritisierst. Es spielt ja nicht mal eine Rolle, welches Thema. Also, wenn du ihn jetzt in der Kurdenfrage kritisieren würdest, weil er Unsinn erzählt, dann hast du Kurden. Wenn du Israel kritisierst in seiner Richtung, dann hast du Juden wenn du in irgendeiner Weise seine Meinung zur Ukraine anders definierst, dann hast du Ukrainer. Das ist der Wahnsinn. Er hat mal in einem Stream tatsächlich gesagt, alle Menschen, die fordern, keine Waffen mehr für Krieg zu geben, würden wollen, dass man Ukrainer ermordet. Ich habe solche Gedankengänge noch nie bei einem anderen gesehen. Doch, das ist Kriegspropaganda, die es im Ukraine-Krieg schon häufiger gab und die von vielen Liberalen äh, verbreitet wurde. Das ist diese Radikalisierung des Diskurses die man da an vielen Stellen Ach, gesehen krass. hat. Ja, ich das bin im Ukraine Ding auch gar nicht so wirklich tief drin, wie du merkst. Ne? Also ja, ja und ich im Nahost Ding nicht so, deswegen ist es ja, ja ist, ist gut, wenn wir miteinander reden, uns ja. dann ergänzen. <laughs> ähm. Ja, auf, ähm, auf jeden Fall, das, das ist mir nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekriegt hast, ich, äh, Proletopia und einige andere aus der Bubble hatten mit dieser Woken-Twitch-Bubble äh, relativ viel zu tun und die reagiert auch so. Wenn du da nicht der gleichen Meinung bist, dann bist du sofort äh, rechtsradikal, Rechtspopulist, äh, auf jeden Fall rechts, also Antisemit kommt von denen tatsächlich seltener, aber mhm. ja, also irgendwas im Sinne von, du bist rechts und deswegen darf man nicht mehr mit dir reden. Aber das sagt ja ein Huch auch. Also der Huch sagt ja. Die sind alle faschistoid, weil sie andere Meinungen nicht ertragen. Aber das ist ja bei ihm genauso. Sobald du eine andere Meinung hast, bist du bei ihm durch. Um das mal nett zu formulieren. Also, ich weiß nicht. Das ist, das ist für mich ein absoluter Widerspruch. Ja, ja. Nee, ich meine nur dieses, dieses Verhalten. Das ist mir aus dieser anderen äh, Twitch-Blase auch schon aufgefallen. Und interessant, wie ja, in sich das, das gleicht, wenn, ja. wenn das auch aus der vermeintlichen politischen Mitte kommt. Also. Ich sag mal so, es gibt ganz bestimmte Charaktere, die ich jetzt nicht unbedingt namentlich nennen muss, die tatsächlich so eingestellt sind, alles was nicht nach ihrem Duktus ist, Feind weg, rede ich nicht mit. Das finde ich aber falsch, das habe ich ja letzte Woche im Stream auch schon gesagt. Wenn jemand als Nazi geframed ist von irgendeiner Person, Bubble, whatever, dann kann ich mir erstmal trotzdem anhören, was er sagt, wie er redet, was für eine Meinung er hat. Und kann dann für mich selber entscheiden, ob das stimmt oder nicht. Vorher brauche ich ihn nicht verurteilen. Er soll erstmal reden. Weil wenn du in Videos, in Twitter-Tweets äh, oder in irgendwelchen anderen äh, Beiträgen keine Spur von irgendwelchen rechtsextremen Sachen findest, dann kann ich ihn erstmal nicht als Nazi frame. Auch wenn ich das gerne wollte. Das ist ja Unsinn. Das ist vor allem auch unfair. Es stimmt halt nicht. Dann in dem Fall. Ja, es ist eine Taktik, um den Diskurs zu zerstören. Das braucht man vor allem dann, wenn man keine Argumente für seine Position hat, aber trotzdem die Diskussion irgendwie gewinnen will. Ja, aber dann ist man faschistoid. Ja, wie man das dann zu bewerten hat, das ist dann die andere Frage. Die, ist, die Frage ist jetzt, wie geht man mit solchen Taktiken um? Das ist eine gute Frage. Weil wenn die gegenüber das Gespräch verweigern und du nicht in der Lage bist, sie zu erreichen mit Argumenten, mit Zureden oder auch mit normalem Diskurs, wie wir das jetzt hier gerade auch tun, ähm, dann tötet man quasi den Diskurs automatisch. Sondern dann gibt es einfach keine freie Meinungspluralismus, hätte ich jetzt fast gesagt. Du tötest damit den Meinungspluralismus ab. Und das ist falsch, grundsätzlich. So, und so werden wir niemals in irgendeiner Weise koexistieren in diesen verschiedenen. Babels in Anführungsstrichen. Ich finde das Wort ja furchtbar, ne? Ja, es bilden sich nun mal politische Lager. Das ist ja. erstmal das Wesen der äh, Politik und es ist ja in unserem politischen System sogar so vorgesehen. Also, es, wir haben ja eine Parteiendemokratie und eine Partei, die ist ja mehr oder weniger ein politisches Lager. Also, das, das wirst du auch niemals wegkriegen, meiner Meinung nach. Das ist ja auch in Ordnung. Das, so hast du ja diesen Meinungspluralismus. Die Grünen sind dafür, die FDP ist dafür, die CDU, CSU ist dafür und die SPD ist dafür. Fertig. Das ist eine Demokratie. Wenn dem nicht so ist, müsstest du eigentlich sagen, dass die Demokratie, die wir jetzt hier gerade führen, also in unserem Mikrokosmos, Content Creator, Streamer, YouTuber, dann sind wir nicht bereit dafür. Ja, ja, ja. Also man sieht das ja auch ähm, auf der großen Bühne, dass die Debatten teils immer aggressiver werden. Also das ist ja jetzt nichts, was auf Twitch beschränkt bleibt. Das stimmt. Das schobt sehr weit über in die Gesellschaft. Ja. Ja, es schwappt ähm, schwapp nicht nur über, ich glaube, es schwappt von der Gesellschaft, also von der, was heißt Gesellschaft im privaten Umfeld habe ich das ja jetzt gar nicht so, sondern äh, vom, von der politischen Bühne schwappt es in diese politischen, ähm, politi also pol in den politischen Teil dieser Plattform rein, also Twitch, YouTube und so weiter. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Vor kurzem, da wurden Robert Habeck von einem Journalisten von den Nachdenkseiten einige kritische Fragen gestellt. Und mhm. anstatt, dass er darauf, also waren jetzt, äh, wie gesagt, wirklich. Ziemlich kritische Fragen, dass man da also, aber anstatt die zu beantworten, hat äh, Habeck dann erstmal versucht, diesen äh, Journalisten in die Nähe der russischen Regierung zu, äh, zu rücken. Also anstatt da sachlich einzugehen, äh, markiert man den Journalisten, der danach fragt, erstmal als Feind. Ja, das hast du aber oft. Dann hast du vielleicht irgendeine Formulierung oder irgendein Wort gewählt, wo irgendjemand ganz böse drauf anspringt und schon bist du geframed. Nee, 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 das war nicht das Problem. Der Journalist, der okay. das gefragt hatte, der arbeitet aktuell bei den Nachdenkseiten, der war aber früher mal bei Russia Today angestellt. Und wenn du früher so, da mal angestellt okay. bist, dann kann man dich halt so framen. Und die Mainstream-Medien, die gehen da ja, auch mit. Verstehe. Und obwohl die Nachdenkseiten ja nichts mit Russland zu tun haben, das ist eine völlig gemäßigte sozialdemokratische Internetzeitung, die ich auch bisher richtig gut fand. Also entspricht auch meinen eigenen politischen Ansichten sehr stark, was da steht. Also muss ich wohl dazu sagen, aber. Ja, das ist dann schon bedenklich, wenn ein unabhängiges Medium von einem Bundesminister auf der Bundespressekonferenz in die Nähe einer ja, feindlichen Regierung gerückt wird. Würdest du dann sagen, ihr nehmt den Stallgeruch mit? Ja, was heißt, nimmt den also nach der Logik müsstest du ja jeden, der früher mal bei Springer gearbeitet hat, als amerikanischen Propagandisten bezeichnen. Der größte Aktionär bei Springer ist ja eine amerikanische Rollstrecke, die massiv in die Rüstungsindustrie investierte Hedgefonds KKR. Also ja. nach der, wie gesagt, wenn du nach dieser Logik vorgehen müsstest, dann dürftest du auch Journalisten von der deutschen Welle nirgendwo mehr auftreten lassen, ohne zu sagen, hier kommt jetzt ein Staatspropagandist. Denn deutsche Welle, das ist ja ganz offiziell Staatsfunk. Das wurde von Adenauer damals eingeführt, um fürs Ausland zu senden. Also, das, da, die dürfen auch gar nicht ins Inland senden. Das ist nämlich wirklich deutsche, deutscher Staatsfunk, Deutsche Welle. Ganz offiziell. Und ja. das macht natürlich niemand, dass man sagt: Oh, nee, mit Leuten von Deutsche Welle wollen wir nichts zu tun haben. Das sind Staatspropagandisten. Oder, oh, nee, äh, bei Springer, die haben mal für den und den Hedgefonds, also die haben mal bei dem Unternehmen gearbeitet, das größtenteils dem und dem Hedgefonds gehört. Oder. Wo bei der Bildzeitung in den Grundsätzen steht, dass es eine Pflicht von Journalisten ist, die dort ja. arbeiten, das transatlantische ja, 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 ja. Bündnis zu stärken. Also, welche das ideologische Haltung Springer ja, jetzt hat, ist äh, bekannt, aber da würde ja. niemand auf die Idee kommen. Aber hat jemand mal bei Russia Today gearbeitet, dann kann man ihn in Zukunft so framen, weil das eben in den aktuellen medialen Diskurs äh, passt und damit radikalisiert man eben diesen Diskurs immer weiter. Ja, das hast du ja überall in bestimmten aufgeheizten Themen, ne? Also, wenn du dir die Berichterstattung von Welt und Bild zum Beispiel anguckst, zum aktuellen Gaza-Konflikt, ich habe da noch nie in irgendeiner Weise Kritik gesehen. Die ja eigentlich berechtigt wäre, zumindest äh, gemäßigt, wenigstens. Nicht mal das, weil, äh, glaube ich, bei Springer, die haben da äh, in den Betriebsverfassungen, äh, Paragraph 2, die Nähe zu Israel und dem Existenzrecht Israels fest verankert für jeden Mitarbeiter. Sie so, geben also schon, bild dir deine Meinung vor, das heißt, du könntest gar nicht als Journalist, der für Bild arbeitet oder für Springer arbeitet, einen kritischen Meinungskommentar verfassen, der sich mit Israel beschäftigt, wenn du Israel kritisieren möchtest, zum Beispiel. Ja. Es gibt ja. durchaus Punkte, wo du sagen könntest, das müsste man eigentlich kritisieren. Aber das geht halt nicht. Auch das ist äh, falsch. Also schränkt dir ja dann auch die Pressefreiheit eigentlich ein, wenn du mal ehrlich bist. Ja, auf jeden Fall, absolut, absolut. Na, ja, ist halt schwierig. Jo, ich würde äh, sagen, war ein interessantes erstes Gespräch. Ja, tatsächlich, ja. Und Vielen Dank. Ja, wir können ja bald noch mal eins machen, dazu einem konkreten Thema, das, ich hatte dich ja jetzt wie gesagt, erstmal eingeladen wegen dieser aktuellen äh, Cancel-Kampagne, weil ich sowas, also Leute mit DMCA-Strikes zu überziehen, weil ich sowas auf den Tod nicht leiden kann. War interessant, dass wir jetzt mal deine Sicht gehört haben. Ja, es bringt halt auch nichts. Ne? Guck mal, weil worüber wir noch gar nicht geredet haben, bevor wir jetzt dann auseinandergehen, ähm, die Begründung, die er reingeschrieben hat. Ja, wenn du so einen DMCA-Strike aussprichst bei Twitch, musst du ja reinschreiben, warum, wieso, weshalb. Und er hat reingeschrieben als Begründung, das habe ich ja in dem Video auch gezeigt, weswegen er das ja auch runterhaben haben wollte. Was hat er gesagt? Mein VOD, was nur für Subs ist. Er restreamt es illegal. Er möchte maximalen finanziellen Schaden anrichten. Das waren die Begründungen. Möchte maximalen finanziellen Schaden. Also die Leute, die ihn abonnieren würden, gehen dann zu dir und schauen sich dann das mit äh, deinen Kommentaren an. Ja, Logisch. so in etwa. Also ganz Logisch. komisch vor allem. Ich mhm. habe. Äh, zu dem Zeitpunkt 100 Follower gehabt und äh, 20 Zuschauer oder so. Das heißt, ein finanzieller Schaden wäre ihm wahrscheinlich gar nicht entstanden. Ja, also nach der Logik könnten Chrissy Rieger und äh, Alexander Rau und alle anderen, auf die er immer reagiert, ziemlich polemisch reagiert, 10 äh, mal striken lassen für die entgangenen Werbe. Also es ist völlig absurd, diese Argumentation. Das kann genau. man, glaube ich, sagen. Und das weiß ja auch selbst. Und deswegen, äh, er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich die komplette Begründung und den komplett, das komplette Formular, was er an Twitch geschickt hat, auch zugeschickt kriege, um mich dagegen zu wehrzusetzen. zu setzen. Und das hat auch erfolgreich funktioniert. Äh, bei Twitch ist es so, wenn du dir einen DMCA-Strike einhandelst, dann bist du automatisch erstmal 48 Stunden von der Plattform, hast dann die Möglichkeit, ähm, so eine Art Gegendarstellung einzureichen oder du wartest die 48 Stunden ab. Weil ihn anfragen und fragen, ob er den zurücknimmt, wäre ja sowieso sinnlos gewesen. Hätte er sowieso nicht gemacht. Ne? Und mhm. jetzt äh, habe ich gerade angefangen, die Gegendarstellung zu schreiben, weil das ein Missbrauch des äh, DMCA-Formulars gewesen ist. Und mal gucken, was äh, Twitch jetzt sagt, ob er vielleicht seine Partnerschaft verliert. Bei YouTube ist das ja so, wenn du die Formulare rechtsmissbräuchlich einsetzt, dann äh, führt das zu Löschung des YouTube-Accounts. Ja, ja, das ähm das mag stimmen. Wie, wie gesagt, du hast ja ein äh, Video dazu angekündigt. Da wird das wahrscheinlich alles Thema sein, oder? Ja, das Video ist ja online. Ach, das ist schon online heute. Ach, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, das kommt noch online. Das Gina Lisa Video Moment. kommt noch, aber das Thema äh, Strike und DMCA und alles, was so gelaufen ist, das ist schon online. Hm, dann haben wir heute Abend noch was zum Reagieren. Immer gerne. Ich Strike auch keinen. <laughs> ah, nee, das, das ist ja so, das ist ja sowieso. Ähm, Paragraf 51 des Urheberrechtsgesetzes sagt ja eigentlich, dass du Sachen zitieren darfst. Und da hast du ja gestern im Stream gesagt, äh, nee, so ganze Reaktion, die fällt wohl nicht unter das Zitatrecht und das war mir auch neu. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, du musst unterscheiden. Wenn du ein äh, Werk dir anschaust, was zum Beispiel 10 Minuten geht, und du redest zwei Minuten dazu, dann sind das 12 Minuten. Da musst du ja so ein bisschen aufpassen. Und wenn du dann in dem äh, Reaktionsvideo... Stellen drin hast, wo du zum Beispiel anderthalb, zwei Minuten, drei Minuten gar nichts erzählst, dann könnte man dir das als Copyright-Verletzung auslegen, weil der Teil keine eigene schöpferische Höhe hat. Ja, aber wenn Gedankengang zwei, drei Minuten dauert, dann musst du den ja erstmal ausformulieren lassen, um was dazu zu sagen. Ich meine, es gibt ja Reaktionsstreamer, die unterbrechen alle zehn Sekunden, aber dann können, kann das Video, was da, auf das da gerade reagiert wird, keinen einzigen Gedanken zu Ende führen. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja, ich verstehe deinen Gedankengang und dann kommt dann ein... Äh, Geschulter Anwalt und sagt: Ja, du machst ja gerade ein Vollzitat und hast in deinem Vollzitat, weil Tobias Such reagiert ja auf das komplette Video zum Beispiel oder auch Gucken TV, die reagieren ja komplett. Das heißt, du hast jetzt hier nicht bestimmte Teile rausgenommen, um zu zitieren und daraus ein komplett neues Werk zu schaffen, um eine Begründung zu haben, deinen Standpunkt zu verdeutlichen oder irgendwas anderes daraus zu bauen, sondern du nutzt quasi den Content einer dritten Person um ihn zu kommentieren und das reine Kommentieren in diese Reaktionsvideos hinein reicht nicht aus, um ein eigenes Werk darzustellen. Das ist furchtbar kompliziert. Ich wusste ja. das auch nicht. Ich musste mir das wirklich alles anlesen, bis ich es verstanden habe. Das hat auch gedauert. Ja, wie gesagt, das, das war mir neu. Ich hätte gedacht, ähm, also ich kenne kenn diesen Paragraphen tatsächlich und ich hätte gedacht, okay, wenn du auf Sachen reagierst, das muss ja unter das Zitatrecht fallen. Ich meine, du setzt dich ja aktiv mit dem Werk auseinander, alleine dadurch, dass du da Reaktionen drauf, zähl, wie inhaltlich hochwertig diese Reaktionen auch immer sein mögen. Ja, es kommt halt drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Video guckst, wo ein schwarzes Pferd zu sehen ist und du beschreibst das Pferd, dass es schön ist oder so und dann lässt das Video weiterlaufen, dann ist das keine Auseinandersetzung. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen, irgendwie Anatomie. Ja, die des Frage Faires ist, wie viel muss so. dann kommen. Keine Ahnung. Das, das kann man, ja, glaube nie objektiv. Gericht das Gericht entscheiden, kann, ne? Ja, deswegen, das ist doch dann Interpretationssache des Richters. Deswegen hätte ich da erstmal gesagt, das meiste an Reaktionen wird wohl wahrscheinlich darunter fallen. Naja, du musst es ja auch so sehen. In Deutschland ist es ja so, dass die ganzen äh, Reaktions-YouTuber, so hätte ich sie jetzt genannt, ja, so ein Gentleman's Agreement haben, wir regieren aufeinander und keiner strikt keinen. Und das klappt ja bei den meisten auch eigentlich. Wenn jetzt jeder anfangen würde, die Videos wegzustriken, dann gäbe es in Deutschland einfach keinen Content. Ja, ja. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe auch angefangen, die ein oder andere Reaktion hochzuladen. ne Also ich würde jetzt keinen wegen der Reaktion striken, sondern ich würde dann, wenn wirklich massive Beleidigungen drin sind oder sowas, ja, dann hast du ja Beleidigungsstrafrecht. und äh, ja, Dann kann ich dann Verleumdung Zivil gehen oder Formen. Beleidigung oder sowas, aber ich würde ihn dann nicht dmca streiken oder so. Ja, deswegen, das ist ja bis drauf der Funktion, wenn du aus anderen Gründen das versuchst zu verwenden. Genau. Ja, in diesem Sinne äh, haben ja. wir, glaube ich, alle noch was gelernt. Also wie gesagt, das war mir auch neu. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Freue mich.